Es ist ein Traum für jeden eingefleischten Fußballfan, einmal gemeinsam mit seiner Lieblingsmannschaft den Rasen betreten zu dürfen. Für große und kleine FC Bayern-Fans wurde dieser Traum zum Beispiel Ende Juni in Regen wahr. Ein Goldschmied aus Windsor nun kann sich am Mittwochabend diesen Traum erfüllen und sogar noch mehr. Andreas Bachmeier hat nämlich nicht nur die Ehre, den Pokal an den Namensgeber des Uli Hoeneß Cups zu überreichen, er hat die Siegtrophäe auch noch selbst entwerfen dürfen. Dann habe ich zwei Entwürfe gemacht und habe die auf dem Weg nach Italien in Skiurlaub in München abgegeben. Und dann habe ich wieder ewig lang nichts gehört. Dann habe ich mir eine E-Mail geschrieben, ob denn alles gepasst hat oder ob ich was nachbessern soll. Und er hat mir dann kurz zurückgeschrieben, nein, es passt alles, er meldet sich. Und 14 Tage drauf habe ich dann eine E-Mail mit der Zusage gekriegt, dass er aus 11 vorgelegten Entwürfen ist einer von mir ausgewählt worden. Eigentlich ist der 36-jährige Winzerer überwiegend im sakralen Bereich tätig. Er fertigt Kelche und Monstranzen für die Kirche. Bei einem so außergewöhnlichen Angebot macht aber er selbst gerne mal eine Ausnahme. 5 Stunden Entwürfe zeichnen, 92 Arbeitsstunden und jede Menge Herzblut des stolzen Goldschmieds stecken nun in diesem aufwendigen Pokal. Ich schaue mir es gerne an, freue mich, wenn es gewinnen und fahre gerne ins Stadion. Aber sowas ist natürlich schon eine ganz tolle Sache, wenn man für den FC Bayern München arbeiten darf. Das ist für mich als Handwerker eine große Ehre, nicht gerade als Fan. Die größte Sache ist natürlich für meinen Buben, der ist knappe 8 Jahre und der darf da mitgehen heute. Und der, glaube ich, ist schon ganz schön nervös jetzt in der Schule und der freut sich schon total auf heute auf Nacht. Auch wenn das Fanherz von Andreas Bachmeier für den bayerischen Triple-Sieger schlägt, aus beruflicher Sicht spielt für ihn das Ergebnis des Duells keine Rolle. Eine große Ehre ist es für den Goldschmied, so oder so. Ja, als Fan wünsche ich mir natürlich, dass er beim FC Bayern bleibt. Und es war eine tolle Sache, wenn der dann in der Erlebniswelt steht, in der Allianz Arena. Also von daher wünsche ich mir schon, dass er in München bleibt. Wobei, wissen zu dürfen als Handwerker und Goldschmied, dass vor einem Pokal im Museum vom FC Barcelona steht, das war natürlich schon eine geile Sache. Laut Andreas Bachmeier steht der Pokal symbolisch für die Karriere von Uli Hoeneß. Die Engstelle in den Säulen stehe für seinen Austritt aus dem Profifußball. Danach weiten sie sich aus, ein Symbol für die erfolgreiche Managerkarriere. Die Steueraffäre von Uli Hoeneß wurde im Entwurf verständlicherweise nicht berücksichtigt. Schließlich gehe es bei der ganzen Sache nur um eines, so Bachmeier, nämlich um Fußball.